Hallo und herzlich willkommen zurück auf der schönen Seite der Dunkelheit. Willkommen zurück zu South Park, direkt der Choläre zur Reisprobe. Ja, in dieser Folge schauen wir erstmal, was für eine neue DNA wir haben. Die subdermale Mutation. Heute dich entdecke dein neues Ich. Mit diesem Krebsmenschen-Gen-Cocktail kontrolliere den Verlauf des Kampfes mit Beschwörungen und Heilungen und verzichte weitgehend auf direkte Angriffe. Nein. Zu viel Malus. Und ja. Ich wollte schauen, was wir für Aufgaben haben. Genau, wir sollen zu Kuhn and Friends. Wir hatten da aber noch eine Aufgabe. Ach, das sind die Bilder. Stimmt, ich wollte mal in den Wald gehen. Schauen, ob ich die andere Katze finde. Gut, gehen wir zuerst in den Wald und danach zu Kuhn and Friends. Genau, vor der Haustür dürfte ein schöner Reisepunkt sein. Okay. Kann ich von Nutzen sein? Kannst du, Jimmy? Du kannst mich in den Wald bringen. Läuft gut, Wunderarsch. Bitte schön. Danke. Also, Katzen suchen. Ah, da oben ist eine. Und? Miau. Schnell. Bono. Gut. Haben wir dich auch. Das ging mir jetzt viel zu schnell. Krebsmenschen? Auf dem Friedhof. Okay. Nicht jetzt. Ich wollte noch schauen, ob wir die andere Kasse vom Baum schon Kann geholt ich haben. Von die behilflich sein? War irgendwo hier unten in der Straße. Gut, dann mal nach hier. Und dann mal nach rechts laufen. Wir müssen ja eh zu Kuhn und Friends. Bitte schön. Danke. Und dann können wir unterwegs schauen, ob wir noch mehr Katzen finden. Wir müssen ja Katzen retten. Damit die nicht auch zum Drogenherstellen missbraucht werden. Ja, die haben wir auch schon geholt. Die Katze von diesem Baum. Gut. Hier Mietz, hier Viertklässler. 600? Was? Ja, genau, lauf nach Hause zu euren Mamis. 600? Wieso haben die eine Stärke von 600? Okay, dann gehen wir zu Cartman. Freedom Pearl Awards. Was? So ein Bild? Okay. Naja, du siehst halt in diesem Kostüm an sich schon dämlich austauchen. Ich find's eigentlich ganz cool, wenn ich die Sachen auch liken könnte. Naja. Auf. Dann gehen wir doch einfach mal zu Cartman. Keine Mädchen erlaubt. Problem, da darf ich nicht rein, Jungs. Keine. Mädchen. Erlaubt. Ich gehe dann wieder. Sorry. War eigentlich keine Mädchen. Absicht.
erlaubt. Da ist ja auch Furzkiste. Komm, setz dich. Jetzt bin ich nur Furzkiste? Ja, nur weil ich ein Mädchen bin. Weißt du, du siehst ein bisschen wie ein Mädchen und ein Junge. Nun, Freunde, diese düstere Zeiten. Wir wissen jetzt mit Sicherheit, dass die vermisste Katze Scrambles Teil einer Verschwörung ist. Wir wissen außerdem, dass die scheiß Freedom Pearls mehr Infos über diese Verschwörung haben als wir. Fuck! Vielleicht sollten wir einfach aufgeben, Leute. Vielleicht haben die Freedom Pearls ein besseres Superhelden-Franchise als wir. Hey, was laberst du da, Mosquito? Die Freedom Pearls sind uns nur gerade eins voraus, weil sie verfickte Betrüger sind, die sich kaufen lassen. Aber die Freedom Pearls haben Dr. Timothy, der Gedanken lesen und die Realität verändern kann. Aber nur, weil er das gesagt hat. Beim Superkräfte-Ausdenken hat er gesagt, ich habe die Macht, fucking alles zu machen. Findest du das fair? Wir müssen ab jetzt genauso mies sein wie die. Wir müssen wissen, was die Freedom Pearls wissen. Und warum sollten die Freedom Pearls uns helfen? Wir schicken einen Spion. Jemand von uns, der so tut, als würde er zu den Freedom Pearls überlaufen. Jemanden, den sie nicht so gut kennen. Mich. Wunder Arsch tritt den Freedom Pearls bei und checkt mit ihnen dann das Gemeindezentrum aus. Hoffentlich ist er neu ein guter Lügner. Ihr Sicherheitssystem kannst du nicht austricksen. Die ändern jeden Tag... Ich krieg Wunderarsch da rein. Ich hab Hackerfähigkeiten. Ich bin ein Gadgetmeister und super mit Technik-Scheiß. Keine Chance. Du sagst das nur, um aus dem Knast zu kommen. Lass ihn raus. Wunderarsch braucht ihn. Na gut. Bring Wunderarsch in die Basis der Freedom Pearls. Okay. Sollte er dir komisch kommen, töte ihn. Okay. Ja, ich darf mit den Freedom Pearls arbeiten. Ja. Mit Stan und Mysterio. Meine beiden liebsten South Park Charaktere. Ach ja. Wo war das noch gleich? Ach, da soll ich ja hin. Aber ich wollte eigentlich... Ach hier, zum Butters Haus. Okay. Ich soll vielleicht nicht Butters mit dorthin nehmen, wenn ich mich treffe. Hey, Wunderarsch, weißt du, dass du für einen Jungen ziemlich hübsch bist? Danke. Mach mir bloß keine Angebote. Ich gehe nicht darauf ein. Lass mich nicht reinlegen, nur weil du mir schöne Augen machst. Hereinspaziert in die Chaoskammer. Die Schrecken da drin wirst du nie mehr vergessen. Oh, deine ungewaschene Unterwäsche, die will ich wirklich nicht sehen. Ich hab nicht aufgeräumt. Pass auf, wo du hintrittst. Nein, nein, nicht das Richtige. Was ist das? Nein, nein. Oh, na also. Mein Lakai, na, bereit, ein paar Steuerkonsolen zu hacken? Okay, ab zur Basis der Freedom Pearls. Butters, wo bist du gewesen, junger Mann? Oh, hey, Dad. Ich war nur mit meinem Homie hier unterwegs. Du bist gestern Abend nicht nach Hause gekommen. Wir haben uns solche Sorgen gemacht, dass wir kaum unseren Spielfilm genießen konnten. Mir leid, Dad. Mein Homie und ich wollten wirklich nicht. Komm mir ja nicht mit, tut mir leid. Und du, wer bist du überhaupt? Du musst was sagen. Kapierst du das nicht? Ich hab dich was gefragt. Wer bist du? Bitte, bitte tu das nicht. Jetzt reicht's. Butters? Du hast Hausarrest! Und das gilt auch für deinen Klugscheißer-Kumpel! Du kannst ihn nicht fest... Und so saß Professor Chaos für den Rest seiner Tage in einem Hochsicherheitsgefängnis! Ich dachte, du bist so mega gut im Hacken. Außerdem kann dein Vater mich nicht festhalten, ich bin nicht sein Kind. Hausarrest Blues! Du kannst dir meine Sachen leihen als Teamkamerad! Ich hab den Hausarrest Blues. Samt die Zutaten für fliegen Lakaien. Ich glaube, ich geb mir den Schuss. Raketenschiff? Wenn du mein neuer Homie es nicht tust. Mein Dad hat ein neues Schloss angebracht. Mit diesem elektronischen Schloss an der Tür brauche ich noch nicht mal dran denken, abzuhauen. Hausarrest Blues. Was das? Unselbstständiger Kerl. Alles muss man selbst machen. Tut mir echt leid, dass wir hier festsitzen. Der Hamster. Ich dachte, das wäre eine Ratte. Mit der Leiter. Der Coin-Test-Pilot.
Okay, dann craften wir uns mal einen fliegenden Lakaien. Oh, das arme Tier. Nur weil man einen Hamster durch die Gegend schmeißt, heißt das nicht, dass er fliegen kann. Stimmt, und ich wollte mir mal auch Macaroni-Bilder herstellen, jetzt wo ich es sehe. Die hätte ich im letzten Kampf nämlich gut gebrauchen können. Also im Kampf gegen Butters. Brauche ich sonst noch was? Wiederbelebungsserum habe ich noch 5. Noch 3. Den könnte ich herstellen. Und jetzt stellen wir mal den Hamster her. Hey. Ja, und jetzt? Komm aus Butters Haus. Bringt nichts. Wenn ich Hausarrest habe, gibt es kein Entkommen. Oh Gott, mein Dad wird extra sauer sein, wenn er merkt, was du hier machst. Tja, ist ja nicht mein Dad. Muss den halt mal ein paar Manieren beibringen. Butters. Das ist ein neues elektronisches Schloss. Das hat mein Vater installiert, weil ich während des Arrests einmal aufs Klo wollte. Wie setze ich denn jetzt den Lakaien ein? Hey, was sollte das? Halt LT gedrückt, um zu untersuchen. Was sollen wir jetzt tun? Okay. Ich bin mir sicher, dir fällt was ein. Ja. Was machst du da? Musst du vielleicht aufs Klo? Ich weiß nicht. Na gut, aber pass auf ihn auf. Was? Halte Ellen zum Aufladen gedrückt und bewege dann. Okay. Oh mein Gott! Yippie! Alter, dein Arsch hat ja echt was auf dem Kasten! Oh mein Gott! Lebst du noch? Wahrscheinlich nicht. Aber ich höre ihn noch quieken. Er muss noch leben. Also. Wieso steckst du dir alles in den Hintern, Mädchen? Aber das ist unmöglich. Ich hab dir Hausarrest erteilt. Wie kannst du da jetzt hier sein? Ich war das nicht, Dad. Das war der Neue. Du hast irgendwie die Fähigkeit, Hausarrest aufzuheben? Jeder, den du berührst, wird vom Hausarrest befreit? Deine böse Magie ist hier nicht willkommen, Finsterling. Uah! Okay. Du hast Hausarrest! Kannst du mir gar nicht geben. Deine Verbündeten können erst in den Kampf eingreifen, wenn du mit deiner Kraft den Hausarrest aufhebst. Die Kraft, Hausarrest aufzuheben, ersetzt in diesem Kampf deine ultimative Fähigkeit. Okay. Ups, das war der falsche Knopf. Bist du jetzt bereit, Anstand zu lernen? Entschuldigung, Butters. Wer will noch Hausarrest? Vielleicht ihr alle? Oh, Mann! Los, Wunderarsch! Ja, dich oder dich? Oh, puh. Was soll das werden, Kind? Dad, wenn ich dir wehtue, dann ist das Professor Chaos und nicht dein Sohn. Verwirrt und schockt deinen Gegner. Ziemlich schockierend, was? Butters, du vergeudest Strom! Der neue ist Hausarrest-resistent. Es ist wie ein Wunder, Leute! Verdammt!
Zumindest wenn es nicht meine Eltern sind, die mir Hausarrest geben. Du bist nicht mein Vater. Versau das nicht, Blödsack. Ich bin jetzt bei den Guten, ihr Bösen. Wieso? Wieso drücke ich immer den falschen Knopf? Ich weiß es nicht. Ziemlich cooler Krausblitz, ha? Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst nicht mit dir... Du wirst mir dankbar sein. Nein. Liebevolle Strenge tut dir gut, Butters. Oi. Euch gebe ich Hausarrest, euch allen. Oh, das tut mir echt voll leid, Leute. Los geht's, Furzlord. Ich glaube, ich bräuchte... Ich weiß nicht. Cartman? Ian? Kyle? Kyle. Den Kampf darf ich wahrscheinlich gleich wiederholen, weil ich mich zweimal verklickt habe. Was soll das werden, Kind? Ich muss sagen, da brennt ein bisschen Zorn in mir. Tu es. Pew, pew. Denk mal über dein Benehmen nach. Oh nein. Das nenne ich Disziplin. Hat jemand von euch geflucht? Hausarrest! Nein, sowas würden wir nie tun. Mach sie fertig, Saftsack! Ja, kein Hausarrest mehr. Was soll das werden, Kind? Kuhnkrallen raus! Kurs. Du hast vielleicht Nerven, Kind. Es ist zu deinem Besten. Oh, komm! Ich könnte schwören, ich wollte gerade... Seid ihr Chaoten jetzt zufrieden? Weiß nicht, wie der geschieht, aber es war definitiv der Kuhn. Ich komme nicht ran. Ich komme nicht ran. Was doofes. Butters, wenn nicht bald was passiert, kriegst du Doppelhausarrest. Oh nein! Kuhn auf der Jagd. Warum? Es reicht, du hast Hausarrest! Nun komm! Der Hausarrest bleibt. Euch gebe ich Hausarrest, euch allen. Oh, Hamburger. Achtung, dramatischer Kuhn-Move. Du könntest unsere Verbündeten heilen. Du schuldest mir was. Ich kann nicht mehr lange. Was? Nein, stopp. Erstmal nach hier. Und dann solltest du dich heilen. Kein zur Rettung! Das Kitzel!
Also nicht gut, ich komme hier einfach nicht weg mit ihm. Denk mal über dein Benehmen nach. Manchmal muss man eben durchgreifen. Hat jemand von euch geflucht? Hausarrest! Nein, sowas würden wir nie tun. So. Der gehört mir. Der gehört dir? Wenn du mich heilen könntest, wäre das besser. Später. Jetzt hast du das Scheiterich am Butter's Dead. Butters, das ist deine Schuld! Tut mir leid, Dad! Heilen wäre besser. Du kommst nicht an mich ran. Je länger das dauert, desto mehr Jahre Hausarrest kriegst du. Das kann ich gerade nicht nehmen. Derweil in der Ruhmeshalle der allerbesten Freunde. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Du bist das Krebsgeschwür. Ich bin der Kuhn. Gut. Wenn wir das geklärt haben. Verflixt! Du wirst mir dankbar sein. Verfickte Scheiße! Au! Das ist mal eine saubere Prügelstrafe. Ich bin gegen Prügelstrafe. Oh Mann! Ja, kein Hausarrest mehr. Was soll das werden, Kind? Augen zu, Kinder. Der Kuhn macht jetzt ein paar nicht jugendfreie Sachen. Bleibt ihr in die Enge? Oh, ich kann hier nicht weg. Also ich kann nicht angreifen. Ich könnte jemanden schützen. Ich glaube, ich schütze am besten mich. Wenn ich nicht mehr da bin, kann ich niemanden mehr befreien. Komm her und füg dich in deinen Hausarrest. Das sollte dir Manieren einbläuen. Mein Hausarrest hebt keiner ungestraft auf. Das gibt verschärften Hausarrest. Oh, Hamburger. Hamburger? Was redest du eigentlich die ganze Zeit von Hamburgern? Sowas passiert, wenn Kinder keine Disziplin lernen. Du kannst das Ganze auch noch nicht beenden. Scheiße. Das werden deine Eltern erfahren. Ich bin dran. Okay. Du bist dran. Schütze ihn. Ich mach das! Gib's mir! Mal über dein Benehmen nach. Aber du bist nicht mal mein Dad. Ich könnte schwören, ich wollte gerade jemandem Hausarrest erteilen. Wolltest du? Ich kann mich nicht erinnern. Wow, ich bin fast beeindruckt. Bin ich jetzt endlich dran? Bist du.
Nicht schlecht, mein Teilzeitverbündeter. Es ist Teilzeit. Das war echt super, Leute. Verdammt, du hast lebenslang Hausarrest. Hab ich, aber es fühlt sich gar nicht so an. Hey Leute, ich hab keinen Hausarrest. Ich bin hausarrestresistent. Nein! Ja, und das, obwohl ich 2-3 Mal dann mich verklickt habe. Ich muss verschwinden, bevor mein Dad zu sich kommt. Mach das. Auch wenn ich nicht weiß, was er dir geben soll. Hausarrest kann er dir keinen geben. Du bist doch jetzt immun gegen Hausarrest. Puh, wir müssen jetzt die Basis der Freedom Pals infiltrieren. Komm zur Schule der Freedom Pals für die Begabten und Talentierten. Okay. Und wo genau soll die sein? Ach, Tokens Haus. Okay. Ich glaube, ich nehme die Abkürzung. Jimmy, Hilfe! Ich bin der schnellste in der Stadt. Ja, das hoffe ich. Kannst du mich mal eben hierher bringen? Fantastisch! Bis dann! Bis dann! Dann machen wir uns mal auf den Weg zur Schule der Mega-Begabten. Die Schule der Freedom Pals, der X-Men. Chaos fordert dich heraus! Ja, Bitch! Ja, ich hab keine Lust, gegen euch zu kämpfen. Ich hab erst gegen euch gekämpft. Ich komme da oben nicht entlang? Gut, dann hätte ich auch gleich einen anderen Weg gehen können. Das hat mir in der Karte doch nicht angezeigt, dass ich da nicht entlang komme, oder? Nein. Ach, ich komme hier inzwischen dort entlang. Ich habe vergessen, dass ich mir hier was anderes noch in den Hintern stecken kann, außer Hamster. Ich will Hamster in den Hintern stecken. Und irgendwelche Staubsauger oder was weiß ich auch noch. Heute wollen wir richtig schön Verwirrung stiften. Chaos von Feinsten. Toolchat, der Richtige für jeden Job. Toolchat. Arschgeiler Arsch! Danke. Ciao, ciao. Tja, das war's mit eurer Laber. Da guckt ihr groß. Und ich schalte dich gleich mal frei. Juhu. Geschafft! Hey, Wunderarsch, weißt du, dass du für einen Jungen ziemlich hübsch bist? Danke. Ich war hier doch schon drin. Und zwar ganz ohne am Security-System vorbei zu müssen. Hier ist die Schule der Freedom Pals für die Begabten und Talentierten. Hey. Komm hier lang. Ah, da ist also ihre Geheimtür. Ha! Sie glauben, so ein Terminal-Dings hält Professor Chaos auf? Ich hacke alles! Ja, mit Hilfe deines Hinterns. Ist so hoch, ich kann es nicht hacken! Du hackst alles, so sieht's aus. Komm her, kleiner Nakai! So, kleiner! Oh, wow! Ja, nicht sterben. Ach, perfekt! So, und somit können wir die geheime Zentrale der Freedom Pals betreten. Was ich allerdings erst in der nächsten Folge mache. Ich hoffe, ihr seid dann dabei und diese Folge hat euch gefallen. Lasst doch einen Daumen da und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!